Tankstelle gleich. Kilometer auf jeden Fall noch. Villach 248, Graz 295 Kilometer. Das heißt, wir werden auch eben bei Graz vorbeifahren, wie ich es gesagt habe. Wird zwar zu schnell, wenn es bergab geht. Ich hoffe ja nicht, dass die mir das angreifen. Die Polizei kommen, weil ich kann ja nichts dafür, dass der bergab geht. Raststätte, bin ich vorige Woche auch gefahren. Nein, vor zwei Wochen bin ich gefahren. Nach Italien runter. Genau dieselbe Strecke. Ja, auch durch Wien durch. Vorbei an Graz, Villach. Runter Richtung Triest. Schöne Bibione. Es ist dunkel, 17:28 Uhr haben wir es. Deinen Heide. Wüstenfeld. Die Ausfahrt. Ja, es geht aber schön her. Also, weiß gar nicht, gibt es Staus? Baustellen weiß ich. Unfälle und so weiß ich auch. Aber gibt es auch so Staus? Na, Staus glaube ich gibt es nicht, oder? Aber jetzt gar nicht vor der Angeschrieben, aber jetzt gar nicht geschaut, weil ich da jetzt so auf das Auto, was mich überholt hat. Dieser Golf hier. Wir sind ein braver LKW, weil wir holen auch auf keinen LKW auf. Da ist dann wohl, dass wir brav sein müssen. Ich glaube, der hat mich angeguckt, aber ich weiß nicht, warum mich anhubt, weil dass ich nach rechts fahre, fahre ich doch als Autofahrer schon automatisch nach links. Wenn ihr wisst, was ich meine, wenn ich am LKW vorbei will. Man halt auch einmal an. Und da jetzt? In der Burger. Miam, ja. Mui, mui. Ah, yum, yum. Yum, yum. Ja, fahr rüber. Bremsen schon aus. Ich glaube, der vor uns wird auch jetzt 80, dann sind wir ein bisschen überholt. Da ist Graz, glaube ich, rechts von uns.
Oder geht's durch Salzburg jetzt? Lass uns auf die Karte schauen. Ah, ist hier Graz. Graz, ich möchte jetzt nur kurz schauen. Muss ich sagen. Dann muss ich selber eine Route basteln. Wir könnten theoretisch sagen, wir so fahren. Los 1:33. So fahren. Witz, aber wir lassen es so. Interessant. Gut. Ja, aber ein bisschen was haben wir noch nach Klagenfurt. Oh. Das sieht man nicht. Oh. Sonntag ungefähr 19:58 Uhr kommen an. Hinsetzen mal wieder. Lange Fahrt. Kaputt immer. Deswegen brauche ich bald einen eigenen LKW, weil diese verschiedenen Sessel machen mich fertig. Davon hat es einen Blitzer, weil es ein Blitzzeichen ist, oder? Am Parkplatz wäre kurios. Irgendwas, was man sich machen kann. Aber egal. Wir fahren weiter. Kommt ein Tunnel, da gibt es ja auch richtig viele nach Italien. Entspannt fahren wir da auf jeden Fall. Und kein Stress. Bin, glaube ich, in der Zeit. Oder was wollte ich sagen? Frankfurt Richtung Kathode erwartet bis Dienstag 1 Uhr. Jetzt halt noch 6 Stunden, also sollte man locker schaffen. Frankfurt kommt schon. Oder auch jetzt abfahren. So. Ganz am Rand. Aber im Grün, ich sehe es nicht. Habe das jetzt echt nicht gesehen. Für mich war das jetzt grün, nämlich.
Na, Dodel war gestummt. Aber da. Ich. Stummtaste. Nicht gedrückt. Ich dachte mir, hä? Warum schlagt das jetzt nicht aus? Aber. Hab mich anscheinend verdrückt, wie ich mich da durchgedrückt habe am LKW. Fahren ohne Licht, haben wir eine Strafe bekommen, habt ihr gesehen? Ganz geil. Bin ich richtig, zwei Strafen schon bis daher. Aber Gott sei Dank gleich da. Viele Ampeln hier in Klagenfurt. Das gibt ja nicht. Stehen fast bei jeder. Interesse habe. Also man sieht es auf jeden Fall ganz, ganz grün aufleuchten. So, meine Damen und Herren. Hier im schönen verregneten Klagenfurt heute Abend. So, jetzt sagen wir erstmal Hallo. Wollen den da hinten irgendwo haben? Mal an. Ob wir den haben wollen. Seh ich schon. Machen wir locker hin. Gar nichts. Man kann das Fenster öffnen. Ich glaube, ich wollte mal diese Tasten sehen, ob das da einfacher ist. Fenster. Ah. Fenster. Öffnen. Besser. Geschlagen. Lass uns warten, das Spiel auch wegmachen. Sehr schön. Perfekt, wir werden jetzt hochwertige Fracht. Was sind Timing? Na, hochwertige Fracht. Gut, 13.700 Hammer. Dann in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem nächsten Auftrag. Werden wir dann eigentlich rüber nach Salzburg fahren, wenn wir eh schon in Klagenfurt sind. Aber bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.